moin und guten Tag zur Spieltagsanalyse. Ja, 96, hallo. Dennis ist heute mal dabei. Ja. War gerade bei ihm. Ja, kommen jetzt gerade aus dem TikTok Live. Genau. Wie gesagt, das Video zum TikTok Live werdet ihr dann demnächst auch auf dem Zweitkanal sehen. Und jetzt gebe ich das Wort mal an Dennis für die Spieltagsanalyse. Als Gast darf er heute mal. Tja, sehr gute erste Halbzeit, verdiente Führung. Wir gehen verdient 1-0 in Führung, machen kurz vor der Pause zum perfekten Zeitpunkt das 2-0. Leider aufgrund einer, ich habe es mir 100-mal jetzt auf ein Ding angesehen, einer nicht vorhandenen Abseitssituation nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie die ihre Linien ziehen, das sieht man ja leider nie im Fernsehen, was der VAR da macht. Es wurde, natürlich hat sich der Schiedsrichter das nicht angeguckt. Und im Gegenzug, nicht mal eine Minute später, kommt zum sehr fragwürdigen Elfmeter. Heizenberg steht in der Luft, ist deutlich über seinen Gegenspieler. Der springt in ihn rein und berührt dann seinen Ellbogen. Und das ist ein Elfmeter, wird nicht überprüft. VAR sagt, alles super, guck's dir nicht an. Ich weiß nicht, was da los war. Normal muss es 2-0 stehen. Nach der Pause haben wir noch zwei gute Chancen durch Neumann und Nielsen. Machen leider das zweite Tor nicht. Tja, und dann wechselt Kaiserslautern, sind Stellen um auf drei Spitzen mit Opoku, der sehr viel Wind macht. Damit kommen wir nicht richtig klar, verlieren immer mehr die Kontrolle über das Spiel, machen zu wenig offensiv. Und wie es dann so kommen muss, 79. Minute fällt das 2-1. Damit war das Spiel im Prinzip entschieden. Wir haben noch mal ein paar lange Bälle, aber nichts wirklich Gefährliches. Und in der 94. gibt es dann noch wieder durch VAR einen Elfmeter, der war diesmal berechtigt. Zuerst entscheidet der Schiedsrichter auf die Schwalbe. Auch daran sieht man, auch wenn es gegen für uns eine Fehlentscheidung gewesen wäre, wie schlecht der Schiedsrichter gepfiffen hat. Was soll man sagen, am Ende 3-1. Ärgerlich, weil da war mehr drin. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit ist die Niederlage insgesamt nicht unverdient. Tja, ich übergebe mal an Flo. Ja, moin moin, jetzt bin ich dran. Meine Spieltagsanalyse. Ja, erste Hälfte, die halbe Stunde hat er nicht mitgekriegt. Da kann ich kurz was dazu sagen. Wir waren stark, wir haben gut dagegen gehalten, haben dann die Führung gemacht. Es war nicht Vogelsammer, sondern Nielsen. Ich hatte versehentlich Vogelsammer ausgerufen. Aber das kann ja mal passieren. Ja, und dann sind wir so ein bisschen wieder in dieses diese Letanie reingegangen, dass wir uns zu sehr reingezogen haben und runterziehen lassen haben. Sind dann in so einen Trott reingekommen, der in meinen Augen niemals so sein dürfte. Nicht in unserer aktuellen Verfassung, aber naja, gut, nach dem Motto, was wir nicht haben, können wir ja nochmal ausprobieren. Ja, haben wir dann gesehen, was rauskommt. Ja, dieses komische Unentschieden da, boah, ist dann natürlich so gefallen, dass wir natürlich wieder dämlich da stehen. Schiedsrichterleistung kann man mit mangelhaft noch sehr wohlwollend beschreiben. Es ist einfach so, dass wir wieder mal gezeigt haben, dass wir auch auseinanderfallen können. Das ist nicht so gewesen wie noch vor 3, 4, 5 Monaten, wo wir dann sämtliche Arbeitstätigkeiten eingestellt haben. So schlimm ist es jetzt nicht. Aber man hat halt eben auch gesehen, wir sind wieder nach hinten gegangen, wir sind wieder in die Defensive gegangen. Das kann ein 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison und auch in der letzten Saison schon sehr gut ausnutzen. Haben den Schwung mitgenommen. Ja, und dann halt eben die Szene des Spiels, in meinen Augen zur ersten Halbzeit. Wir kriegen den Elfmeter nicht und ja, Kaiserslautern hängt sich dann das 1-1 in die Galerie. Ja, klassische Fehlentscheidung des nicht vorhandenen VAR. Anscheinend war er privat unterwegs oder hatte mit dem Hund zu tun. Ja. Mehr hatte er anscheinend
an dem Moment nicht zu tun. Ich möchte jetzt hier rüber. Ja, und das ist das Einzige, was ich aus der ersten Halbzeit mitnehme. Weil unser Tor war gut. Wir hätten locker das 2-0 machen können. So viel hatten wir, so viel konnten wir bringen. Haben es dann nicht gemacht und haben uns dann wieder nach hinten gezogen. So. Zweite Halbzeit war das gleiche. 96 stark rausgekommen. Kaiserslautern hat dann mal gesucht und gefunden, was sie wollten. Nämlich noch stärker rauskommen. Und haben dann förmlich uns nach hinten gedrückt. Ja. Die Sachen mit dem VAR brauchen wir nicht erwähnen, weil das ist weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit irgendwie gut gewesen. Wahrscheinlich war der private Ausflug des VAR intensiver. Mal gucken, was er dann im Interview dazu sagt, wenn er überhaupt was sagt, weil Schiedsrichter möchten sich ja nicht immer so gerne äußern dazu. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Schade eigentlich. Ich würde viel gerne einen Schiedsrichter mal hören, der sagt, ja, ich habe Scheiße gebaut. Das wäre schön. Das fand ich aber sehr schön. Das sehen wir aber nirgends. Leider nicht. Und hinten raus war es dann förmlich auch scheißegal, was passiert, weil wir haben es dann nicht mehr in der Hand gehabt. Wir haben uns dann komplett zurückgezogen oder zumindest ansatzweise in die Defensive wieder gegangen. Ja, dann das mögliche 2-2, was wir ja eigentlich machen müssten, haben wir dann verkeigt. War dann natürlich für den Eimer, für die Tonne. Oh, und den Rest kann man dann sagen, hat Kaiserslautern dann einfach hinten raus gut ausgespielt. Genau. Und das war es dann schon in dieser Halbzeit. Und das war es zu dieser Spieltagsanalyse. Ich sag mal so, kurz gesagt, ein Elfmeter, der keiner war. Ein Elfmeter, der mindestens einer gewesen sein muss. Ich fahre jetzt hier runter. Ist einfacher. Und in dem Sinne, alles andere für die Kotze. Geht alles in die Tonne und dann ab auf den Komposthaufen. Mehr ist es nicht. Und ja, jetzt wieder dämliche 2 Wochen Pause, weil irgendwelche Nationalspieler irgendwo rumlaufen wollen. Nationalmannschaftsspiele Samstag, 14. Oktober. Abends um 21 Uhr in den USA. Am 18. Oktober dann nachts um 2 Uhr. Das kann ich ja nicht. Mexiko. Okay. Ja, überträgt übrigens RTL. Schön. Nachts um 2 Fußball. Yay! Geil. Müssen wir unbedingt gucken. Ja, unbedingt. Ja, da gucken wahrscheinlich auch nur 3 Leute zu, die gerade Nachtschicht haben. Ja. Wahrscheinlich. Ja, also irgendwie ziemlich für den Eimer, dass die Spiele, weil die brauchen wir auch eigentlich gar nicht übertragen, weil es ist zu Zeiten, wo kein Mensch gucken will. Ja. Warum haben wir nicht eigentlich in den USA nicht noch nachts gespielt, deutscher Zeit? Dann wäre es wenigstens uninteressanter geworden, als es eh schon ist. Ja, nächstes Heimspiel ist dann am 20. Oktober gegen Magdeburg. Da kann ich euch schon mal sagen, Magdeburg wird wieder die Südkurve vollkommen ausfüllen, wenn 96 lässt. Aber mein Gott, wo man Geld verdient, kann man Geld verdienen. Ne? Genau. Schön reinlatschen. Mal gucken, ja, was da noch. Läuft 10.000 oder so. Ne? Das Magdeburg. Letzte Mal waren 17.000 Magdeburger da. Ja, die komplette Südkurve ist natürlich dann wieder zu. Ja. Dann, meine Freunde, habe ich eine Info, sind wir beide on Tour. Dann kommt Flo on Tour. Wieder auf Schalke. Genau, dann Flo on Tour ist dann auch wirklich Flo on Tour. Wir sind dann auswärts auf Schalke zu sehen. Samstag, also die Woche drauf, samstags mittags um 13 Uhr ist das Spiel auf Schalke. Und dann im Nachhinein werden wir wohl dann einen Livestream mal machen, ein bisschen.
drüber reden, wie es war, wo wir sind und so weiter. Genau. Alle Infos kriegt ihr dann natürlich generell über Instagram, Twitter und TikTok. Auch die ganzen Livestreams, wenn ihr da live mit dabei sein wollt bei TikTok, könnt ihr dann natürlich gerne auch mal da reingucken. Die Links findet ihr alle in meinen Profilen. Ja, und ansonsten ist dann schon wieder Derby Time. Da freue ich mich drauf. Ja, Derby Time heißt für uns besser als das letzte Mal. Ist dann natürlich das nächste ausverkaufte Haus. Natürlich, klar. Obwohl, glaube ich nicht mal, weil dann werden sie garantiert wieder irgendwie Südtribüne absperren und dann. Ja, aber. Ausverkauft ist es dann trotzdem, aber keine 49.000. Wir haben dann 40.000. Oder 40. Reicht doch schon. Ja. So viel Kackpratzen. Hier sehen wir schon, wir sind jetzt auf dem Weg zum Oktoberfest. Genau, Oktoberfest. Wir sehen schon das schöne Riesenrad, in das genau. Wir beide nicht reingehen werden, oder? Nein, nein. Nein, sind wir heute nicht interessiert. Ich fahre aufs Oktoberfest, weil ich heute gefühlt, ja, wie sagt man, so nett, freundlich kotzen will. Tja. Über die Schiedsrichterleistung, nicht über die Mannschaftsleistung. Die Mannschaftsleistung war super. Da haben wenigstens was gezeigt. Nee, aber wir machen es dann so. Gleich um 21:45 ist hier Feuerwerk, der finale Feuerwerk zum Ende am Sonntag. Und das gucken wir uns an und dann gehen wir auch wieder heim. Mehr machen wir heute nicht. Genau. Freunde, ich wünsche euch eine angenehme Nacht, ein angenehmes Wochenende. Und wir sehen uns dann unter der Woche bei diversen Videos vielleicht, wenn ich wieder welche hochlade. Und gerne Abos dalassen, Likes, Kommentare, da freuen wir uns beide sehr drüber. Genau. Und dann sehen wir uns wieder. Einen wunderschönen Abend. Bis dahin auf jeden Fall.